Ich bin übrigens Huey. Annie, willst du meine Nummer haben? Du hast mich gerettet. Ich bin eine scheiß Superheldin. Du siehst gut aus. Ja, du siehst auch gut aus. Du siehst wirklich, naja, ja, nein, tut mir leid. Du siehst scheiße aus. Ich weiß. Ich weiß. Wo wohnt ihr überhaupt gerade? Club Med auf Ibiza ist ziemlich geil da. Die Schaumpartys verändern dein Leben. Idiot. Du hast eine wirklich gute Stimme. Du kannst sogar dieses Beben wie die von American Idol. Vibrato. Ihr wollt mich doch verarschen, Mann! Nein, nein. Na, also geht doch. But control, Ho Chi Minh, Richard Nixon, back again. Moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock. Begging Reagan, Palestine, terror on the airline. Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan. Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debt, homeless vets, AIDS, crack, burning gas, yes. Hypodermics on the shore, China is under martial law. Rock and roll, color wars, I can't take it anymore. Hey, 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 das hier ist kein Ausflug nach Vegas, okay? Und ihr habt auch kein Date. Versucht zu chillen. Ich bin nicht euer Anstandsbauer. Ist das ein Almond Joy? Mhm. Niemand mag Almond Joy. Jeffrey Dahmer. Nur er. Er ist der Einzige. Die sind unter meinen Top 3. Definitiv. Und was sind die anderen zwei? Charleston Chew. Und Beto Hahn. Ach du heilige Scheiße. Das sind die drei ekelhaftesten Riegel in der Geschichte der Süßigkeiten. Da hast du es, du bist krank. Im Kopf. Was hat das mit MMs Ticks auf sich? Was für Ticks denn? Naja, wenn er die Fahrbahn wechselt, dann klopft er vorher aufs Lenkrad, genau dreimal. Wenn er seinen Kaffee umrührt, genau dreimal. Seine Desinfektionstücher. Ehrlich? Das ist dir alles nicht aufgefallen? Nein, aber wow, du hast recht. Mhm. Ja. Er sucht Kontrolle über Dinge, die er nicht kontrollieren kann, schätze ich. Ich meine, ich darf mir darüber als Letzte ein Urteil erlauben. So gestresst, dass ich den ganzen Tag nur am Fressen bin. Oh mein Gott! Das war... Das war gut. Das war richtig gut. Ich find's cool. Ist schwerer, als es aussieht. Na. Also bei mir ist es irgendwie genau andersrum, was das Essen angeht, weißt du? 3 Kilo etwa habe ich schon verloren. Hm. Und die hatte ich nicht gerade über. Wow. Ich schlafe vielleicht 4 Stunden die Nacht. Ich wünschte, ich käme auf 4 Stunden, aber ich bin viel zu beschäftigt damit, mir die Fingernägel abzukauen. Ich weiß nicht, ob man das schon Panik nennen kann, aber... Das kenne ich. Ich habe immer, wenn ich durch den Seven Tower gehe, dieses ungute Gefühl. Ich rechne unentwegt damit, dass Homelander hinter der nächsten Ecke lauert und nur darauf wartet, mich umzubringen. Das ist, als würde einen ständig jemand mit einer Knarre bedrohen. Hast du das Gefühl auch jetzt? Ich habe hier ein Andenken von unserem Ausflug. Die hat John Wayne Gacy immer als Geburtstagsclown an die Kinder verteilt. Ist mir egal, ich liebe sie trotzdem. Danke, dass ich mitkommen durfte.
Es hat Spaß gemacht, bis es dann so schrecklich wurde. Ja, ist meine Spezialität. Tja, also solltest du irgendwann mal wieder Lust haben, dir einen Riegel reinzuschieben, schick mir einfach eine Nachricht. Das klang gerade voll eklig, tut mir Jui. Leid. Wir können das nicht nochmal tun. Nein, 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 können wir nicht. Wieso nicht? Ich meine, das ist doch schön. Eben, das ist es ja. Ich meine, wir können uns nicht erlauben, uns gut zu fühlen oder uns sicher zu fühlen oder unsere Deckung runterzunehmen. Aber du kannst das nicht allein durchstehen. Wir sind alle allein. Ist die traurige Wahrheit. Aber so muss es doch nicht sein. Mach's gut, Yui. Yui? Raus. Ich weiß wie. Ist das neu? Mhm. Hat Donna mir geschenkt. Ich wette, das hat sie aus irgendeiner Drogerie. Oh Gott, Moms. Ein Quell unendlicher Freude, der einfach nicht versiegt. Niemals. Oh Scheiße, tut mir leid. Was? Nein. Alles gut. Nein, nein, ich bin ein Arschloch, dass ich mich über meine Mom beschwere, während deine... Meine Mom ist nicht tot. Ist sie nicht? Oh, du hast sie nie erwähnt, da dachte ich, dass... Als ich 6 war, ist sie abgehauen. Oh, wow, scheiße. Tut mir wirklich leid. Daher kommt das mit Billie Joel. Oh. Sie ist mit mir dazu rumgetanzt. Sie war cool. Hat mir krasse Seven-Kostüme für Halloween gebastelt. Und eines Tages war sie dann weg. Hat nie wieder angerufen, nicht mal eine Karte geschickt. Es war, als ob ein stiller Alarm losgegangen wäre und sie sich gedacht hat, ach, ich verpiss mich, scheiß auf die. Ich bin sicher, das hat sie nicht gedacht. Was hat sie denn gedacht? Das dürfte wohl auch der Grund sein, wieso ich nie aufgebe. Egal, wie schlimm die Lage ist. Ich will nicht sein wie sie. Ich weiß, klingt ganz schön jämmerlich, oder? Nein, nein. Tut es nicht. Gar nicht. Sieh an. Ich weiß, ich weiß. Tja. Wenn Billy Butcher es schafft, das Richtige zu tun, naja, dann muss es irgendeine Art von höherer Macht geben oder so. Weißt du? Sicher, dass es nicht gefährlich ist, in den Tower zurückzukehren? Nein. Da bin ich nicht sicher, aber... Wenn man sich davon macht und den Arschlöchern das Ruder überlässt, dann ist man Teil des Problems. Und... Hm. Jemand hat mich etwas darüber gelehrt, niemals aufzugeben. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie ich mich verhalte. Es kann sein, ich klammere echt zu viel. Nein, das tust du nicht. Dieses sich klammern an Leute, nur weil ich... Angst hab, sie zu verlieren, weißt du, das... Das muss ein Ende haben. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich auf eigenen Beinen stehe.
Verstehe. Ja, gut, macht nichts. Dann sind wir eben nur Freunde. Oh, oh Gott, nein, nein, nein. Dich werde ich nicht gehen lassen. Da klammer ich voll weiter.